Das G-Modell von Mercedes ist Kult. Seit 33 Jahren Synonym für das Geländefahrzeug deutscher Herkunft. Kommen vor dem G noch die beiden Buchstaben AM, wird es ein AMG. In unserem Fall ein G63 AMG. Wie immer bei AMG ist jeder Motor handgefertigt von einem Mechaniker im schwäbischen Affalterbach. Die Unterschrift auf dem Deckel zeigt, wer hier Hand angelegt hat. Und unser Techniker hat den Motor anständig zusammengesetzt. Bei dieser Variante braucht das G-Modell vor allem eines, ein G für griffigen Asphalt. Gerade mal 5,4 Sekunden braucht der fast 2,6 Tonnen schwere Wagen von 0 auf 100. Mehr als 210 km/h sind trotz der vielen PS aber nicht drin, denn hier wird der Koloss elektronisch ausgebremst. Doch Höchstgeschwindigkeit oder Beschleunigung sind ja nicht der Grund, sich den G63 zuzulegen. Es ist vorausgesetzt, der Kaufpreis von rund 150.000 Euro stört einen nicht weiter, eher die Faszination, einen ausgewiesenen Klassiker zu fahren, der dennoch mit modernster Technik ausgestattet ist. Navigation auf dem freistehenden Flachbildschirm, feinstes auf Wunsch im Wabenmuster abgestepptes Napperleder ist inzwischen bei der G-Klasse verfügbar. Soweit, so schick. Nur kurz mal was zum Unterhalt, der ist nämlich recht anspruchsvoll. Selbst bei entspannter Fahrt gluckern bei unserem Test so um die 17 Liter Super Plus auf 100 Kilometer Strecke durch die 8 Zylinder. Eine Tankfüllung, 96 Liter passen rein, kann da bei den aktuellen Spritpreisen schon mal um die 160 Euro kosten. Die AMG-Variante hat einige Besonderheiten, wie den extra Kühlergrill oder die roten Bremssättel. Auch weiter gibt es hier und da noch den ein oder anderen Hinweis auf den Haustuner von Mercedes. Neu sind die LED-Tagesfahrlichter, die es nun bei allen G-Modellen gibt. Komplett neu gestaltet ist das Armaturenbrett und die Mittelkonsole. Doch keine Angst, selbstverständlich sind der Haltegriff auf der Beifahrerseite und die drei Schalter für die verschiedenen Differentialsperren geblieben. Wer seinen G weniger zum Flanieren, sondern tatsächlich als unverwüstliches Arbeitstier im Gelände braucht, ist mit der professionellen Variante, die überwiegend fürs Militär gebaut wird, am besten bedient. Die Geländefunktionalitäten sind dieselben wie bei der zivilen Ausgabe, im Innenraum ist aber eher unverwüstliches Blech und Alu anstatt Leder verbaut. Für den Vortrieb sorgt hier ein robuster, kräftiger 3-Liter Diesel mit 180 PS, der an eine 5-Gang-Automatik gekoppelt ist. Das Extrem nach oben lässt sich noch weiter steigern. Wenn der 8-Zylinder nicht reicht, kann man für über 100.000 Euro mehr die Top-Motorisierung mit 12 Zylindern, den G65 AMG, kaufen. Sein V12 hat mal eben 6 Liter Hubraum und leistet 612 PS. Allerdings sein Preis ist ebenfalls top. Mindestens 264.000 Euro sind für den Spitzen G65 AMG fällig.